Ja, moin und guten Tag hier bei diesem Sondervideo. Ja, heute habe ich mal ein Thema, was man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, aber für uns Fußballfreaks, für die, die es vielleicht nicht wissen oder die sich nicht so sehr in die Materie Fußball mit einpflegen, ist es so, dass Auswärtsfahrten grundsätzlich nicht die günstigsten Ausflüge sind. Wenn man so rechnet, dass eine Eintrittskarte noch die günstigste Variante von allen ist, also die Dauerkarte hat man ja, aber die Auswärtskarte nicht bei jedem dabei, aber die Auswärtskarte kauft man ja meistens noch dazu. Und wenn man mit einer Auswärtskarte 15 Euro rechnet im normalen Durchschnitt, dann ist man gut dabei. Für die, die natürlich sitzen möchten, ist es dann auch mal 30, 40 Euro. Aber im Grunde genommen ist das alles noch human gegenüber manch anderen Vereinen und auch anderen Fußballverbänden und Ligen. Da sind wir in Deutschland schon ganz, schon mit das günstigste, was du kriegen kannst. Also ich kenne Preise, da fallen dir die Ohren weg, wenn du das hörst. Weil das ist unglaublich, was da an Preisen aufgesetzt wird. Also ich habe das eine Jahr erlebt, also nicht selbst erlebt, aber gelesen und auch mitbekommen. Eine Auswärtsfahrt von Real Madrid nach Barcelona. Allein die Stehblockkarte kostete den einzelnen 170 Euro. Nur allein das Ticket fürs Stadion. Ja, da weißt du auch, wo du herkommst. Das ist natürlich dann, ne, da fallen dir jegliche Ohren ab. Und bei Dauerkartenpreisen von über 900 Euro in England, dann überlegst du dir schon zweimal, ob du das, oder vielleicht auch drei, viermal, ob du das wirklich Bock hast zu machen. Weil wenn eine Dauerkarte im günstigsten Segment schon über 900 Euro kostet, dann ist das natürlich auch tagespreismäßig, tagesticketmäßig auch nicht mehr günstig. Dann ist der günstigste Bereich, fängt bei etwa 48 Euro an. Und der teuerste Bereich ist dann auch locker bei 500, 600 Euro. Und da ist noch kein VIP mit dazu gerechnet. Also VIPs oder die Logen, VIP-Plätze sind dann natürlich nochmal um einiges höher als die teuersten Segmente im Stadion. Und bei den Ticketpreisen oder bei denen, das kannst du dir ja nicht mehr leisten. Das ist auch völlig überzogen in meinen Augen, das kannst du gar nicht mehr so bringen in meinen Augen. Aber wie man sieht, in England sind genug Leute, die das können. In Deutschland kann das nicht jeder. Und rechnen wir mal so einen Tag durch, so eine Auswärtsfahrt, zum Beispiel von Hannover nach Düsseldorf. So. Oder sagen wir mal Berlin. Wir haben ja noch das Auswärtsspiel in Berlin nächstes Jahr im Mai, beziehungsweise im April. Können wir ja schon mal durchrechnen. Also rechnen wir pauschal mal mit 17 Euro oder 15 Euro. Rechnen wir mal mit 15 Euro Auswärtsfahrtkarte, Eintrittskarte 15 Euro. Dann Verpflegung und Sprit. Da kommen wir dann auf, ja, sagen wir mal, so ungefähr, boah, 150 Euro. So, dann hast du die Eintrittskarte, 150 Euro Sprit. Weil du musst ja hin und auch wieder zurück mit dem Auto, wenn du nicht die Bahn nimmst. Bei der Bahn ist das Gleiche. Wenn du da nicht früh buchst, hast du auch 100 Euro. Also
nimmt sich das auch nichts. Also fahren wir dann mit so ungefähr mit Verpflegung, mit allem. Du willst ja in Berlin dann auch noch was trinken, essen, Stadion und so weiter. Rechnen wir mal pauschal pro Person 200 Euro für eine Auswärtsfahrt. So, 200 Euro. Wenn du das mit zwei Leuten machst, hast du mal locker 400 Euro an einem Wochenende von Chicago. Da ist das weg. Für eine Auswärtsfahrt. So, und dann ist das nicht mehr ganz so lustig, wenn dann Ticketpreise um 5, 6 Euro erhöht werden. Einfach mal, weil der Verein der Meinung ist, das ist ein Topspiel und dann wird das einfach mal runtergespielt. Da werden halt die Ticketpreise von 15 Euro einfach mal auf 21, 22 Euro angehoben. War locker 6 Euro nach oben oder 7. Das musst du auch erstmal verkraften. Und das hat die Ultraszene St. Pauli nämlich erfahren. Und ja. Das Spiel Braunschweig gegen, also Peine Ost gegen St. Pauli ist in Braunschweig ein Topspiel und hat einen Topspielzuschlag bekommen. Und von über 20 Euro pro Stehplatzkarte. Das ist nicht mehr tragbar. Weil, wie gesagt, wir haben Kosten von 200 bis 250 Euro pro Person, die du an einem Wochenende dann verfeuerst. Und wenn du dann auch noch sagst, okay, wir fahren dann auswärts nach Fürth, was jetzt Hannover am Wochenende hat, dann sind da auch noch mal 600 Kilometer Distanz und dann hast du da mindestens mal anderthalb Tankfüllungen, die du verbratest. Joa. Das ist dann sportlich. Bei Literpreisen von um die 1,80 Euro im Moment bist du locker bei 300 Euro. Das jedes Wochenende, das kannst du dir ja ausrechnen, ne? Jedes zweite Wochenende 17 mal 300, da weißt du, was du zu tun hast, ne? Wo das Geld herkommen muss. Und dann ist das auch einfach mal so nicht zu machen. Weil selbst ein gut verdienender Mensch, der vielleicht wirklich 1500 im Monat für sich hat, der kann auch nicht alle zwei Wochen für 300 Euro irgendwo hin kutschieren. Da muss das dann schon anders geregelt sein. Und das ist dann, und dann sind zwar so Vereine wie Köln oder sowas, wo reisefreudige Leute sowieso schon mit dabei sind, weil die viel und oft auswärts fahren. Aber wie gesagt, 300 Euro musst du am Wochenende sowieso erstmal zusammenkriegen, um dann dahin zu fahren. Und dann hast du noch eine Distanz von 600 Kilometern, wo du dann mindestens 6,5 bis 7 Stunden auf der Autobahn rumgammelst. Ja. Wenn du dann so ein Samstagabendspiel hast, dann hast du, wenn du Glück hast, den nächsten Tag Sonntag, dass du dann Ruhe hast. Wenn das aber so ein Tag wie jetzt englische Woche ist und das ist dann Mittwochsabend 20.30 Uhr von Hamburg nach München runter, geht noch. Das ist unglaublich. Das ist Wahnsinn. Und das ist dann so, da kommt dann im Fernsehen, kommt dann, nach dem Motto, das Spiel ist nicht ganz ausverkauft, der Gästeblock ist nicht voll,
sind nur 500 Leute aus Hamburg gekommen. Ja, was erwartet ihr? Erstens bei Reisezeiten von über 8, 9, 10 Stunden, die du locker im Moment unterwegs bist, weil ja alles auf die Karre umgestiegen ist, weil du dich ja auf die Deutsche Bahn ja auch nicht verlassen kannst. Ja, kommt sie gar nicht, weiß sie überhaupt, dass sie heute fährt? Das ist doch alles Scheißkram, das ist alles Müll, das ist dumm. Ja, also, was musste man? Du kannst von Hamburg nach München fliegen, du kannst den Flixbus nehmen oder du fährst halt selbst mit dem Auto. So, fährst du mit dem Auto selbst, bist du locker 9 Stunden und länger unterwegs auf der Autobahn. Fährst du mit dem Flixbus, können es auch mal locker 13 Stunden werden, weil der Bus fährt ja nur 90. So, und wenn du dann fliegst, dann musst du die Karte für den Flug noch mitrechnen, hin und zurück. Hast zwar keinen Sprit, aber ja, das kannst du in den USA machen. In den USA kannst du von L.A. nach Texas fliegen. Das ist da null Problem. Aber hier in Deutschland setzt sich doch keiner hin, um von Hamburg nach Hannover zu fliegen. Also, oder so. Oder von Hamburg nach München. Obwohl es finanziell wahrscheinlich noch rentabler wäre, als den Bus zu nehmen. Aber das steht in keinem Verhältnis mehr hier. Das sind hier Preise, die hier aufgeschlagen werden. Tut mir leid, aber dann wundert euch nicht, wenn die Gästeblöcke leer bleiben. Das machen übrigens die St. Pauli-Fans. Die Ultraszene der St. Pauli-Fans haben Anfang dieser Woche ein Schreiben rausgebracht. Das zeige ich euch jetzt mal nebenher irgendwo. Die haben halt geschrieben, dass sie einen Aufpreis von so und so viel Euro hatten und dass sie das nicht mehr akzeptieren wollen, weil der Fußball muss bezahlbar bleiben für jeden und nicht nur für die VIPs. Auch der normale Arbeiter mit 900 oder 1.100 Euro im Monat muss sich auch eine Auswärtsfahrt leisten dürfen. Und das ist mit diesen Preisen eben einfach nicht machbar. Und deswegen wird die Ultraszene der St. Paulis vor Beginn der Anpfiff 5 Minuten oder 10 Minuten aus dem Block bleiben, um zu zeigen, dass diese Preisentwicklung leere Ränge nach sich zieht und dass dann keiner kommt. Finde ich gut, ist eine super Idee, sollte es öfters geben. Ich habe die Sitzplätze noch nicht angesprochen, weil die Sitzplätze ja grundsätzlich immer teurer sind als die Stehplätze.